Mayday, mayday, mayday. This is Scamper VL2841. Our position, 2 nautical miles southwest of Los Riscos Island. We require immediate assistance. Our controls are out. Visibility, 4. Mayday, mayday, mayday. This is the Coast Guard Station, Brant's Point, Scamper VL2841. Coast Guard Station, Brant's Point, Channel 16. Your trajectory is fine. Keep your course. Over. Coast Guard, please confirm. Reef right ahead. Ja, so, damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, dem Felix. Wir spielen heute How to Survive. Ich kann euch gar nicht so viel über das Spiel sagen, aber wir sind hier gestrandet. Ich gehe jetzt mal hier zu ihm hin. Mit F sprechen wir den an. You, please. I need some help. I was attacked. I'm exhausted. There are monsters everywhere on this goddamn island. Some followed me and surrounded me on this beach. I managed to kill some of them, but look, bastards bit me. Listen, I know there are medicinal plants around here. You gotta bring me one. It should ease the pain. Please, be quick. I'm bleeding. Okay, wir sollen ihm eine Heilpflanze bringen. Er wurde gebissen. Das ist, glaube ich, schon mal nicht so gut. Da ist das schon die Heilpflanze. So, Tab, können wir die Karte. Hier ist die Karte. So. Okay, so renne ich. Thanks, pal. These plants taste like shit, but they're pretty good painkillers. You may need them yourself. Here's hoping you don't. So, die erste Mission ist abgeschlossen. Und er kann wieder laufen, natürlich. Ah, setz dich erstmal hin, alter Mann. Hey, my name's Andrew. I'm not sure how I ended up here. It's a little hazy. But this place, it's a nightmare. A living nightmare. I'm one of a small group of survivors. It's been about a week since we tried and failed to escape these islands. It seems impossible to get off. Many of us have died, devoured by these damn monsters. Right now, my friend Ramon is all I've got left. The rest are either dead or walking dead. Ramon is injured and can hardly move. I left him close to our boat while I went to find fuel. Please find him. Tell him that I'm injured and stuck here. You'll find him on the beach, on the east side of the island. Listen. Be careful. Really careful. The island is swarming with these fucking monsters. Here, take this stick. You'll need it to survive. Natürlich, ich kriege einen Holzstock. Du hättest mir auch nichts anderes, besseres geben können. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Osten. Was war nochmal hier? Dann müssen wir hier hoch. Lang. Hier komme ich nicht lang. Hat er gerade Hi gesagt? Kann man hier irgendwie. Oh, das kann man einschlagen. Ein Medikit ist, glaube ich, nie verkehrt zu nehmen. Hier ist ein Buch. Rules. Introduction. Greetings. If you are reading this, you are probably afraid for your life. You will be lost and hungry. And if you have not already, you will soon encounter the many zombies who live here. Please, stay positive. The situation is desperate, but not lost. Thanks to my survival guide, you will get through this. My guide is a thorough training program to help you survive the most extreme environments.
It contains all you need to combat the zombies. Good luck, and see you soon, survivor! Remember, unarmed combat is useless against these monsters. Always use a weapon. Alles klar, Kovac. Ist ja schon fast wie bei Bear Grylls hier. Oh, hier eine Heilpflanze, die können wir mitnehmen. Das ist schon die erste. Hey! Okay. Jetzt kommen zwei. Oh, er hat mich getroffen. Nein, bleib liegen. Hier ist nochmal eine Heilpflanze, die können wir alle mitnehmen, lieber mal. Oh, hier ist noch eine Heilpflanze. Hey, na, wie geht's dir so? Alles klar? Oh, nochmal Kovac Rules. Kovac Rules. Chapter 1. Close Combat. Here are some basic rules you have to keep in mind when you have to confront a monster during close combat. Use the right stick to aim. You still can move while aiming. Hold your strike to increase its damages. Press the A button when kill appears above a hurt monster to make an instant kill. Ist klar. Okay. Nein! Nein, 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 nein. So. Oh, das sind aber viele jetzt, ja. Macht nix. Kriege ich alle tot. Eine leere Flasche. Die können wir vielleicht sogar hier. Hier, jetzt können wir die hier auffüllen? Ja, die können wir auffüllen. Danke, super. Wir können mal so eine Heilpflanze nehmen. Was ist denn das hier? Ein Stück Stoff. Gut, was gibt's noch? Ja. Gehen wir weiter. Hat irgendwas dabei? Gut, wir metzen die Zombies hier ordentlich ab. So, hier können wir wieder so ein Teil. Oh, eine Rolle. Gut. Also das ist ja ein Survival-Game, wo man dann auch craften kann. Das bleibt uns dann weg, 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 weg. So. Oh, was ist denn hier? Was? Hier war doch irgendwas. Ein Stück Stoff. Und mehr hatten die nicht. So, wir können hier die Karte öffnen. Hier ist wieder ein Kovac Rules. Dann nehmen wir gleich mal noch eine Pflanze und heilen uns wieder ein bisschen. Und dann gucken wir uns die Kovac Rules an. Kovac Rules. Chapter 2. Healing. Fracture? Cut? Disembowelment? To be a survivor means to have injuries, yet live. So, if you get injured, and you will, do not fear. Help is at hand. The islands are full of medicinal plants to treat your wounds. Eating these plants will help you to regain your health. For more serious wounds, put the leaves in a cloth to make a poultice. Finally, I have left some presents for you. The medkits are powerful gifts. They will fully heal you in a flash. Alles klar, also. Never give up and fight!
Also wenn wir ausgeweitet werden, dann haben wir immerhin jetzt ein Medikit, mit dem wir, so, aufladen können wir auch. Dann haben wir immerhin ein Medikit, mit dem wir uns wieder heilen können. Oh, schade. Kann man eigentlich schwimmen gehen? Ne, hier ist Stopp. Okay, schade. Da ist auch noch ein. Ach, da ist er ja sogar. Hey, who are you? And where's Andrew? You met Andrew? Where is he? Oh, shit, that's terrible, Bruce. Yo, if they bit him, it's all over. It's only a matter of time. He's gonna turn into a monster too. Yeah, I got bit too. That's why I cut my leg off. Well, my own leg. I had no choice. I went out of here alive. So what about you? Have any teeth marks to declare? No? Wait, and you got here, what, with just a stick? I'm impressed. Listen, if Andrew's bitten, then I'm shit out of luck. You've gotta help me. But look, I can help you too. I know how to survive. Come on, we can work together. You and I. Here, take this. You got a whole heap of shit ahead of you. If you want to stay alive, you're gonna have to use it. Comprende? Yo, it's kill or be killed. Yo, hack an attack, papa. Okay. Come on. Follow me. Night's about to fall, and I got a favor to ask you. Come on. Don't be shy. Yay, ich habe eine rostige Machete bekommen. Weil ich meine, mit einem Stock Zombies den Kopf einzuschlagen, ist ja schon eine Kunst. Muss ich dann doch schon. Hier ist wieder Kovacs Rules. Das gucken wir uns dann an, bis der alte Mann es endlich mal geschafft hat, hier herzukommen. Kovacs Rules. Chapter 3. Skills. You can upgrade your abilities throughout your trip. To do this, open your inventory and go to the skills screen. There are many abilities that you can acquire, thanks to the experience you build up during your adventure. The first one allows you to light up campfires. Also mir ist der Kovac schon ziemlich sympathisch. Ich hoffe mal, dass wir vielleicht sogar auf ihn treffen. So, also wir können hier... Nein, das war's nicht. Wo ist denn hier das Inventar? Was, nee, hier nicht. Hier ist das Inventar. Fähigkeiten. So, jetzt können wir Feuer machen. Komm jetzt, alter Mann, mach mal hinne. Lauf schneller. Oh. Here's the plan. Last week, another island, we found an old air tanker. It's damaged, but we could repair it and escape. Boats can get us island to island, but by air. That seems to be the only way out of here. Andrew's mission was to find gas for the plane. This is your job now. Problem is, night is coming. And you need to know, some really freaky creatures come out only at night, along with the other monsters. These creatures are vile and really aggressive. They only attack when it's dark and hate bright lights, so at least you can use that against them. I'll give you my personal flashlight to go to the village. But can I ask you to light me the campfire just here? Ja, natürlich, das kannst du auch nicht selber, oder? Was ist eigentlich das immer Niki 99? Sind es Leute, die gestorben ist, oder? So, was B und. Ja, das habe ich jetzt gemacht. Werte. Okay. Ja. Great. Thank you. This should be enough to keep them at bay. As promised, here's my flashlight. If they come after, aim the light at them, and they will stay away for a while. Okay? All right, good. Now let's get back to the real issue, the gasoline. Okay, eine Taschenlampe. Und wie verwende ich die? Ah, hier. So. Okay, hat die irgendwie eine Energie, oder? So. Eigentlich. Oh, wir können hier durch. Das ist ja praktisch. Warum hat der andere Sack mir nicht die Machete gegeben?
typisch. Was ist das denn? Eine Möwe. Hier liegen ein paar Leichen rum. Ich hoffe mal, dass wir... Ich kann die Sicht auch... Oh, hier können wir wieder was... Oh, eine Holzaxt könnten wir uns machen. Oder auch nicht. Ah, gut. Da ist ein Zombie gestorben. Hier kommen wir nicht durch. Da können wir uns, glaube ich, nicht durchschlagen. Ich hoffe mal, nee, kann ich nicht. Ah, ist hier vielleicht... Nee, hier auch nicht. Oh, vielleicht haben wir das Ganze jetzt umsonst. Ja. Okay, wo müssen wir denn hin? Ah, okay. Okay. Das dürfte möglich sein. Oh, warum... Boah! Warum kommen hier auf einmal so viele? Was ist denn da los? Vorne haben wieder Kovac Rules. Gucken wir uns noch an. Kovac's Rules. Chapter 4. Survival by Night. Beware. Another kind of monster appears at night. There are many of these, and they are aggressive. But they hate the light. You can easily keep them at bay with a torch. Or a flashlight. When you sense night coming on, check for your flashlight. You won't want to be caught without it in the dark. Okay, es wird jetzt Nacht. Ich habe ja meine Flashlight hier dabei. Hier kommen wir jetzt mal durch. Ah, das ist schon wesentlich effektiver als der blöde Stock. Ja, du kommst auch noch dran hier, komm. So. Dann gucken wir mal, was wir hier haben. Ist nix, oder ist da noch irgendeine Pflanze? Wie steht das so? Oh, nehmen wir mal mit. Wo müssen wir denn lang? Wir sind jetzt hier. Können wir einfach, glaube ich, hier hochlaufen. Hier sind noch Pflanzen im Weg, aber die sind ja kein Problem mehr. Hier ist noch eine Heilpflanze, die nehmen wir mit. Oh, ein Hirsch. Komm her. Das wäre natürlich geil gewesen. Vielleicht kann man da irgendwas mit kochen oder so. So, stirb. Da kommen schon die nächsten. So. Du stirbst auch. So langsam will ich mal die Taschenlampe rausholen, weil so langsam wird es mir dann doch. Ach so, das sind. Ah, okay. So. Ach, das sind die Dinger, nur bei Nacht rauskommen. Komm her. Stirb, du Drecksvieh. Werkzeug, super. Oh, Hallöchen ja alle. Das ist echt so ein bisschen doch gruseliger, als ich gedacht habe. War noch irgendwas? Ein Stück Stoff können wir mitnehmen. Na ihr, Hallöchen. Das Problem ist, wir können nur eine Sache machen. Also wir können uns jetzt, wir können nicht die... Oh, oh, oh. Wir können nicht die...
uns heilen und gleichzeitig die Taschenlampe anhaben. Das heißt, wenn wir uns heilen, dann sind wir ungeschützt, weil wir kein Licht haben. Das ist natürlich nicht so gut, aber jetzt ist, glaube ich, gerade... Ah doch, wir können sogar. Das ist ja super. So, dann gucken wir uns die nächsten Kovac Rules an. Ne, machen wir nicht, sondern wir hören jetzt auf. Oh, die 20 Minuten sind vorbei. Und, ja, wir sehen uns morgen wieder. Bis denn. Tschüss.